Der L ist ja unser Hugo Egon Breide der Let's Play-Szene, wie wir alle wissen. Wieso Probleme? Laszlo, irgendwie mag man dich nicht. Ich verstehe das gar nicht. Und das ist unser Alex, das letzte Frontschwein. Der Arme. Und ihr habt ja gehört, er protestiert gleich. So muss das sein. Der protestiert immer. Der arme Alex. Immer am Protestieren. Nein, es ist alles nur Spaß, Leute. Alles nur Spaß. Wie proletarisch. Genau, und du kümmerst dich mal um Respekt. Du landest ein Volltreffer. Hervorragend. Gut, ich würde mal sagen, die meisten der Schweine haben wir geschwächt. Bis auf einen, glaube ich. Ja, hui. So, was will er jetzt machen, die KI? Was willst du machen? Rick soll eine Art Granat abkriegen. Widerstand ist zwecklos. Und er trifft auch. Das geht doch nicht. Scheiße. Genau, das finde ich auch. Das geht doch gar nicht. Das ist wirklich scheiße. Also echt, ey. Das geht doch nicht. Es geht doch nicht. Niemand kann gegen mich bestehen. Ja. Ich sollte erstmal wieder schießen lernen. Scheiße. Muss das sein. Gut, der Lastman hat sich um den gekümmert. Blöderweise haben wir jetzt keine Dings mehr. Keine Medizinkiste. Aber das macht nichts. Der Lastman kümmert sich so um den Money. Und stellt ihn kalt. Ist das wirklich nötig? Ja, ist es. Oh, Alter, ist er geflogen. Du bist mir ja ein Stratege, ey. Ja, ne? Er ist geflogen, so. Ey, geil. Den Rest schaffst du auch noch. Der Lastman, der legt sich richtig ins Zeug hier. Weiter so, Laszlo. Gibst dir richtig viel Mühe. Ich plane übrigens in der zweiten Phase dieses Spiels. Ja, es gibt ja wie gesagt zwei Phasen. Plane ich dann sämtliche Kollegen, die hier drin sind, ins Let's Play mit ein. Also die werden dann alle dabei sein. Wer wann in welcher Session, weiß ich noch nicht. Das könnte ein historischer Sieg. Aber sie werden dabei sein. So, okay, dann werden wir mal mit dem Ricardo, ne, ist klar. Mit dem Raikado. Mano. Mit dem Rick werden wir jetzt weiter voranschreiten, indem er sich erstmal um den Lastman kümmert. Der Lastman kriegt eine Abreibung. ja. Ich habe dieses Spiel übrigens zweimal? Ich glaube zweimal durchgespielt. Und, aber wirklich nur in der ersten Phase, weil ich damals nicht wusste, dass man in der zweiten Phase auch noch spielen muss. Oder ich habe mich nicht getraut, das zu spielen, wie auch immer. Und jetzt habe ich mal gesagt, komm, wenn du schon Let's Playst, scheiße. Schießen? Sofort, Genosse. Das nenne ich Motivation. Hey, ich hole meine Brüder. Mach das. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Warte so. Scheiße. Die Schwächlinge können einpacken. Mano, das Spiel bringt mich ganz aus dem Konzept hier. Genauso wie dieses Schwein, das kommt auch mal eben aus dem Konzept. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Aber ich bezweifle das irgendwie. Was hast du jetzt vor? Hm? Was hast du vor? Los, sag es! Entschuldigung. Er humpelt durch das Schlachtfeld. Auch mal interessant. Wir werden übrigens auch auf verschiedenen Geländern kämpfen. Also wir kämpfen ja jetzt momentan... auf normalen Terrain, sag ich jetzt mal so, auf Grasterrain. Wir werden uns auch noch unter anderem auf Schneegelände bekämpfen müssen. Sowie auf... Ist das L? Ja. Los, L, jetzt mach mal deinen ersten Kill hier. Es geht ja gar nicht. Für Volk und Vaterland. Das ist L, wie ich ihn kenne. Ich weiß was. Und er macht seinen ersten Kill. Immerhin ein fairer Kampf. Vielen Dank. Und die nächste Mission geschafft! Yeah! Geil! Schön. Ich hänge mich hier erstmal am Kabel auf. Das geht ja gar nicht.
Ja, wir haben die nächsten zwei Orden bekommen und alle Schweine haben überlebt. Auch wenn sie den ein oder anderen Kratz abgekriegt haben. Sieg! Nation jubelt! Orden werden knapp. Und der Rest ist wieder auf Russisch. Wie immer. So, und dann wird jetzt auch endlich der Alex eine Beförderung bekommen, nämlich eine ganz spezielle Beförderung. Ich glaube, er wird sich freuen, denn er wird unser Pionier. Dann heißt, er hat übrigens noch keinen Kill gemacht. Wie, der L hat schon zwei. Hm? Der Lastman sogar vier und ich nur einen. Ja, ich halte mich zurück. Noch halte ich mich zurück. Gut, dann wollen wir mal gucken. Übrigens, die Schwerter symbolisieren, wie viele Kämpfe die schon mitgemacht haben. Während die Grabsteine, wie gesagt, symbolisieren, wie viele gegnerische Soldaten sie bereits gekillt haben. Also Friendly Fire Kills zählen sowieso nicht, weil dann muss ich sie ja nochmal neu starten, ne? Weil dann kriege ich ja nicht mehr alle Orden. Und ja, nach dieser kleinen Speichersequenz stürzen wir uns jetzt in die Mission Morgenrot. Wie passend. Passend zu der Uniformfarbe. Und wir kämpfen dieses Mal gegen die Amerikaner. Wo übrigens ein Schwein ist, über das sich der Alex immer sehr freut. Weil dies nämlich eine Parodie von Bart Simpson sein soll. Betonung liegt auf sein soll. Ich habe vergessen vorzulesen. Generalstab, Morgenrot, ein Stoßtrupp des Gegners versucht, unsere tapferen Kameraden flussaufwärts einzukesseln. Legen Sie sich mit Ihren Jungs auf die Lauer und geben Sie ihnen was auf die Rüssel. An Abwurfspunkten gibt's Nachschub. Das stimmt. Wäre doch schade, wenn ein Gegner da reinfällt. Weiter mit X. Also ihr seht, das ist jetzt ein Kampf 5 gegen 5. Ja, die Musik kennen wir inzwischen. Und wir fangen an mit mir, dem Lars. Dem, ja, selbsternannten Anführer, wollte ich schon sagen. Was ja stimmt in dem Fall. Aber es ist ja auch mein Kanal, also darf ich das auch. Feuer frei. Mein Sieg wird glorreich sein. Das hoffen wir doch. Ein Treffer. So muss es sein. Na Don, was wird sie jetzt machen? Er wirft eine Granate. Hoffentlich daneben. Aus dem Weg, Schweinebacke. Ja, daneben. Der Lastman macht sich auf den Weg. Schubidubidu. Und sammelt mal diese nette Kiste ein, wo sich Mörser drin befinden. Das finde ich sehr interessant. Denn wir werden diesen auch gleich einsetzen. Jetzt wird Alex zu mir sagen, du Verrückter! Ich mache es trotzdem. Feuer frei, Laszlo. Man muss ein Schwein sein auf dieser Welt. Genau, Laszlo. Und Laszlo trifft! Und das voll. Finde ich gut. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Alter Schwede. Das sind richtige Kampfschweine. Und ab dafür. Der geht ins Wasser. Darf ich doch. Zu Befehl. Der Ricardo, unser Feldsanitäter, wird dann mal sich rüberbegeben auf die andere Seite. Und diese nette Kiste einsammeln, wo, glaube ich, genau, die Gewehrsalve drin ist. Und die wird der Gute auch gleich mal benutzen. Gegen den Don. Da, du böser Feind! Und trifft nur einmal. Schade. Aber okay. Wo willst du denn hinschießen? Da war er. Ach du Scheiße, und er trifft auch noch. Alex! Sicher, Genosse. Und El. Sie haben beide auf die Schnauze gekriegt. Unglaublich. Aber wahr. Das geht doch nicht. Können sich doch nicht einfach so abschießen lassen.
wehrt euch. So, L hat sich erstmal geheilt. Dann würde ich sagen, gib's erstmal schön auf die Schnauze. Soll ich mal versuchen, ihn ins Minenfeld zu schicken? Würde ich sagen, ne? So. Jetzt wird abgerechnet. Oder ins Wasser, das geht auch. Ach, Mensch. Das wäre es fast gewesen. Wohin willst du denn jetzt schießen? Hasta la vista, Baby. Ein bekannter österreichischer Schauspieler, der später Gouverneur wurde von Kalifornien. So als Fun Fact am Rande. Und jetzt kommt unser Herr Flattermann und haut sie alle weg. Hoffe ich mal. Denn unser Alex, der wird sich jetzt ordentlich ins Zeug legen. Denke ich doch mal. So. Erstmal gibt es ein schönes, flaches Geschenk für den Gegner hier. So. Ihr habt es gerade gesehen, wir können sehen, wo gegnerische Minen sich befinden. Und dann wirst du ihn mal ordentlich Feuer unterm Hintern machen. Ja, wirst du auch. Deckung, Alex! So viel zu dem. Double Kill. Und noch ein Schwein geschwächt. So. Die Schwächlinge können einpacken. Ich würde mal sagen, Alex hat zugeschlagen. Und das richtig. Volles Rohr drauf. Alex! Scheiße. Scheiße! Ja, genau, scheiße. Das sehe ich aber auch so. Alex! Ich komme! Nein, ich erscheine. Ich bin auf dem Weg, Alex! Ich muss das Feuer auf mich ziehen. Alex sagt jetzt die ganze Zeit, Lars, Hilfe! Wäre lustig, wenn er das sagen würde, aber nein, tut er nicht. Würde mich wundern. Und dann hauen wir den Typen weg, der es gewagt hat, auf meinen Mentor zu schießen, was Let's Plays angeht. Hier kommt das Feuer der Hölle! Genau! Auf die Fresse! So muss das sein. Schieß auf mich, schieß auf mich, schieß auf mich! Vergiss den Alex, schieß auf mich! Danke. Duckzeug! Oh. Das war mein Rücken. Muss das sein. Der Lassman, der alte Killer. Jetzt ist er dran. Der Lassman, der legt sich ordentlich ins Zeug, indem er sie alle kalt macht. Kaltblütig, versteht sich. Und da der Don sich da schon krümmt vor Schmerzen, macht es Laszlo auf die ehrliche Art. Er messert seinen Gegner einfach weg. Herrje, jetzt wird's auch noch laut. Nein, er blutig. Ach, shit. Ausgezeichnet! Wir werden Ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen. Sag ja, der Laszlo, der ist hier ein echter Killer. Von dem muss man sich vorsehen. Yippie-yay, Schweinebacke. Autsch. So viel halte ich auch nicht mehr aus. Selbstverständlich. Ricardo! Hilfe! Rick nimmt eine Abkürzung. Peilung, Rick! Vorwärts! Ja. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, dass ich den Standard halten werde mit 2 Parts pro Tag. Und dieses Spiel ist übrigens auch schon ziemlich alt. Ich weiß jetzt leider nicht genau, aus welchem Jahr das kommt. Aber ich werde das ja sonst alles in die Info, in die Video-Infos mit reinposten. Da könnt ihr das dann gerne nachlesen. Übrigens, Frontschweine war auch ein Spiel, das mit in meinem 50-Abo-Special mit drin war. In den Top 10 der PlayStation 1. In meinen persönlichen Top 10.
Die haben sich nach wie vor auch nicht verändert. Alex kriegt jetzt endlich mal ein bisschen Heilung. Der arme Kerl, der wurde ja übel mitgespielt hier. So, und Rick, der wird sich gleich nochmal für seinen Mitfrackessen rächen. Indem er ihm dann nochmal eine ordentliche Portion einer heiße Kartoffel mitgibt. Genau, Rick. Du tust deine Arbeit, indem du deinen Gegner weghaust. Das ist für meine Mutter. Aua. Ja, Genosse Kommandant. So, jetzt kommt der L, der alte Scharfrichter. Der Scharfrichter. Ja. Ist richtig. Ja. L, Feuer frei, mein Junge. Das schreit nach Rache. Aber du solltest auch treffen. Ah, er hat ihn ja getroffen. Widerruf mich. Terminieren. So bin ich. Ich stehe für meine Kollegen ein. So ist das. Das könnte ein historischer Sieg werden. Räche mich, Alex. Los, Alex, hau ihn weg. Der blanke Machtmissbrauch. Genau so. Das ist Alex, wie wir ihn kennen. I'll be back. Und wir haben den nächsten Kampf gewonnen. Yay, wir haben es geschafft. Nächste Mission geschafft. Ja, wir haben keine Kopfhaschung gesichert. Das war jetzt schon das vierte Szenario. Also sämtliche Kontinente sind in 5 Szenarien eingeteilt. Auch das lasse ich jetzt einfach mal zu Ende laufen. Habe ich nicht gemacht vorher. Er lässt es nur nicht mal zu Ende laufen. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Alle haben überlebt, auch wenn es diesmal ziemlich knapp wurde. Nicht so knapp wie in der ersten Mission, aber es wurde knapp. Fremdschweine von brillantem General zur Sau gemacht. Krieg bald vorbei. Nein. Noch nicht. Ja, als nächstes kommt Inselspringen. Und der werte Lastman wird gleich der erste sein. Ich weiß es noch nicht. Entweder der Laszlo oder der ich. Oder der Ricardo. Ich weiß es nicht, wen ich als erstes befördern soll. Ach, ich bin mal so egoistisch und befördere mich selber als erstes in den Rang eines Kanoniers. Und dann speichern wir einmal ab. Und dann wird es dann an die letzte Mission von Cap Keilerkopf rangehen. Und das in der ersten Hälfte der ersten Session, liebe Leute. Das müsst ihr euch reinziehen. Also, ich nehme noch nicht sehr lange auf. Wie gesagt, bis auf den nullten Part vorher, ne? Und ich denke mal, den nullten Part, den werde ich dann zusammen mit den ersten beiden ausstrahlen. Also das heißt, ihr bekommt dann am ersten Tag 3 Parts und danach dann regulär 2 Parts. Weil der nullte Part ist ja ein Bonus-Part. Und ab in die nächste Mission. Und wir kämpfen gegen die Japaner. Auf dem zweiten Ohr des Schweinkopfes. Inselspringen. Eine Horde feindlicher Schweine ist brutal über die kleinen Inseln hergefallen, die einen Teil von Kap Keilerkopf bilden. Rücken Sie mit Ihren Jungs zu einer Strafaktion aus und verpassen Sie ihnen eine Abreibung. Bunker bieten Verletzten Schutz. Ach nee. Wenn wir hier siegen, kontrollieren wir Kap Keilerkopf. Weiter mit X. Jawohl. Mist, verdammter! Jawohl, genau. Bosa! Zielen, Feuer! Ich werde deine Brut fressen! Ich habe damals immer zuerst verstanden, ich werde deine Braut fressen. Ja, kann man auch falsch verstehen. Kennen! Ja. Also, die Abteilungen haben den regulären Rang, also den Schützen in unserem Fall, und dann noch 2 weitere. Also, und danach kommt dann ein allgemeiner Rang, und den werden dann wirklich alle Schweine einschlagen. Also, ja.
Aber ihr werdet, wie gesagt, sehen, was ich meine. Aber ich glaube nicht in der ersten Session. Das bezweifle ich. Das wäre ein bisschen komisch. Wenn das echt noch in der ersten Session passieren sollte. Was ich aber, wie gesagt, nicht glaube. So, Laszlo, dann gehen wir rüber. Und kümmere dich mal um den Rivalen vom Alex. Um den japanischen Pionier. Aber nicht, indem du ihn vollfurzt. Denn ja, mit der Tarnung wird man jemanden vollfurzen. Das nenne ich doch mal ein guter Coup. Und dann wird der gute Lassman dem Gegner gleich mal Feuer unterm Hintern machen. Nimm dich auf die Brücke. Der ist aber gut geflogen. Ey, Laszlo. Gleich im One-Hit. Nicht schlecht. Den Rest schaffst du auch noch. Also beim Laszlo muss man echt aufpassen. Wie man sieht. Oh oh. Das treffe ich nicht. Stimmt. Das triffst du wirklich nicht. So, der Ricardo. Irgendein Schwein hat doch von uns einen Treffer abgekriegt. Nein. Doch nicht. Anscheinend nicht. Boah, ich meinte, es wäre so gewesen. Aber okay. Man kann sich ja bekanntlich auch mal irren. Es ist meine Pflicht und Freude. Genau, Rick. Mach mal deinen nächsten Kill. Oder auch nicht. Rick, was machst du denn? Oh nein, der ist auch noch dran. Was hast du vor, Gegner? Super. Er geht in meinen eigenen Unterstand. Sicher, Genosse Kommandant. Ja, sicher. Genau, ey. Du wirst mal den Sunny befeuern. Also nicht unseren eigenen, sondern den gegnerischen. Wenn er denn mal trifft. Scheiße. Ich muss erstmal wieder richtig reinkommen. Das ist das Problem. Ich muss erstmal wieder ein Gefühl für die Bazooka kriegen. Weil das ist immer so eine schwierige Angelegenheit. Entschuldige, Bruder. Mit der Bazooka. Also die ist sehr speziell. Unter Protest. Da ist er ja, unser Alex. Das Problem ist jetzt halt nur, dass ich den Rivalen vom Alex schon weggeballert habe, dank dem Lassman. Das ist so ein bisschen das Dilemma jetzt. Aber ich glaube, der Alex wird noch einen anderen Weg finden. Ich glaube, Alex wird mal ein bisschen schwimmen gehen. Verdammt! Warum bist du nicht gesprungen?